Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, in dem ich euch gerne zeigen würde, wie man beim digitalen Zeichnen skizziert und diese Zeichnung dann relativ schnell detaillieren kann. Grundsätzlich könnte man jetzt beim digitalen Zeichnen so ähnlich vorgehen, wie man das beim normalen Zeichnen macht. Man nimmt sich jetzt einfach mal so eine Art Bleistift-Werkzeug, Zeichenwerkzeug und fängt an, jetzt einfach wie so ein Bleistift zu skizzieren. Ja, das kann man durchaus machen. Ja, das heißt also, hier könnte ich auch durchaus irgendwelche Formen und Ähnliches mit dem Bleistift aufbauen. Was ich jetzt aber eigentlich gar nicht machen möchte, weil wenn ich eine Bleistiftzeichnung erstellen will, kann ich das auch mit dem Bleistift machen, kann natürlich auch hier digital das Ganze machen, wenn das so einen Bleistifteffekt haben soll, aber im Endeffekt kann ich beim digitalen Zeichnen andere Techniken anwenden, wie zum Beispiel jetzt diese Technik, um mit so einem Strich, indem ich jetzt einfach den hier nehme und dann das Ganze auf schwarz stelle, habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel Striche zu ziehen. Und je öfter ich die Striche ziehe, desto dunkler wird ein Bereich. Das heißt also, ich kann eine andere Art Werkzeug benutzen, mit dem ich die Skizzierung durchführe. Ich kann also hier entsprechend, wenn ich je nachdem, wie ich hier die Deckkraft zum Beispiel einstelle, das Ganze relativ einfach skizzieren und dann relativ schnell detaillieren, indem ich jetzt dünnere Striche nehme. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand einer Zeichnung, indem ich jetzt einfach mal diese Ebene jetzt hier lösche, eine neue Ebene hinzufüge und diese Ebene wird meine Skizzenebene. So, Skizze. Und dann fange ich einfach an, hier zu zeichnen. Ich stelle zunächst erstmal meine Deckkraft ein bisschen runter. Ich stelle die auf 50%. Die Größe des Pinsels mache ich jetzt mal einfach mal auf 30 ungefähr. So, und fange jetzt einfach mal an zu skizzieren. Das heißt, hier will ich erstmal so einen Kopf zeichnen. So, wie ihr seht, ich skizziere mir das Ganze zunächst erstmal vor. Und würde jetzt hier hinübergehen und dann anfangen, ein paar Details einzuzeichnen, dass ich jetzt weiß, okay, ich möchte jetzt hier vielleicht irgendwo hier die Nase haben. Das Ganze soll so eine, machen wir mal eine Manga-Zeichnung. So hier irgendwo den Mund. Dann die Augen. Augenbrauen. Diese typischen Manga-Augen. So, und dann möchte ich jetzt ungefähr, was machen wir denn? Einfach mal ein paar Haare einzeichnen, so grob erstmal skizzieren. Vielleicht soll das jetzt eine Kapuze drüber. So, nachdem ich das jetzt so grob skizziert habe, kann ich jetzt natürlich auch hingehen und diese Zeichnung dazu verwenden, um jetzt zum Beispiel ein paar mehr Details einzuzeichnen. Das heißt also, ich kann jetzt hingehen und zum Beispiel die Deckkraft hier etwas raufsetzen bei dem Tool und die Größe etwas runter. Und je mehr ich die Deckkraft jetzt rauf und die Größe runtersetze, desto mehr kann ich jetzt an Details einzeichnen. Also ich zoome jetzt hier auch ein bisschen heran, um mehr ins Detail zu gehen und kann jetzt hier sozusagen dünnere Striche ziehen. So, das heißt also, wir können jetzt zum Beispiel die Details der Haare etwas genauer einzeichnen.
So, ihr seht, man kann also hier einiges schon mal ein bisschen detaillieren in der Zeichnung. Jetzt kann man natürlich, je nachdem, wie man weiterverfahren möchte, wenn man jetzt mit der Skizze zufrieden ist, dann kann man sagen, okay, ich kann jetzt noch ein paar dünnere Striche machen. Wenn man aber das Ganze in Richtung einer detaillierten Zeichnung treiben möchte, dann setze ich hier ein bisschen die Deckkraft drauf von dem gleichen Tool, von diesem hier, und die Größe des Pinsels ein bisschen hoch. Und dann kann ich hier anfangen, so ein bisschen, mache ein bisschen die Details nochmal, die Deckkraft ein bisschen runter. Und dann kann ich so ein paar Schattierungen anfangen einzufügen. Das heißt, ich gehe hin und setze diesen Pinsel etwas höher und fange an, leichte Schattierungen zu setzen. Das heißt also, ich kann dieses Verfahren im Prinzip auch genauso verwenden, um dem Ganzen jetzt noch Schatten zu setzen, und ich kann jetzt natürlich auch die Deckkraft so lassen, noch größer stellen das Ganze, dann die Schatten hier noch detaillierter bei größeren Flächen zu setzen. Ja, das heißt, ich kann hier mal genauer ausmalen, und das sieht an sich immer ganz vernünftig aus hier bei den digitalen Zeichnungen, wenn ich das so mache. Ja, das heißt also, ich kann hier immer weiter die Schattierung setzen, kann hier ein bisschen dunkle Bereiche machen bei den Augen, kann hier im Gesicht entsprechend bei den Haaren so ein bisschen dunkler das Ganze machen, die Augen allgemein etwas dunkler machen, so, vor allem die Pupillen. Das Tolle ist jetzt, ich kann jetzt hingehen und weiterhin, jetzt wenn ich die Deckkraft nochmal raufsetze, die Strichstärke nochmal runtersetze, dann nochmal weiter detaillieren. Also je mehr ich jetzt Mühe, sage ich jetzt mal, in die Zeichnung reinstecke, desto detaillierter kann ich das Ganze vornehmen. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich jetzt hier in bestimmten Bereichen andere Strichstärke jetzt einfach nehme und ganz klare Linien anfange zu ziehen. Ja? Das heißt, dass hier eventuell die Detaillierung jetzt auf einmal ganz klar wird. So, das soll jetzt erstmal für den ersten Wurf genügen, um euch einfach mal gezeigt zu haben, welche Möglichkeiten ihr hättet, im Prinzip diese einzelnen Stile anzuwenden. Jetzt hätte man auch hingehen können, im Prinzip diese Strichebene, die ich jetzt als letztes gemacht habe, nochmal auf eine separate Ebene zu setzen. Ich wollte es aber dabei belassen, weil es soll eigentlich eine Skizze sein, die ich ein bisschen mehr detaillieren will. Wenn man dann eine Detailzeichnung jetzt genauer erstellen würde, dann würde ich jetzt diese Skizzenebene im Prinzip einfach mal von der Deckkraft runtersetzen, darüber noch eine neue Ebene einfügen und dann jetzt anfangen, hier im Prinzip ganz detailliert vorzugehen. Aber bei mir ging es eigentlich mehr darum, erstmal grundsätzlich eine Konzeptskizze oder eine Skizze zu erstellen. Und wenn das Tolle ist an dem digitalen Zeichnen, ist, dass man jetzt hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt diese Ebene multiplizieren. Das gibt es in jeder vernünftigen Grafiksoftware, dass ich eine Ebene auf Multiplizieren stellen kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass die helleren Flächen oder je heller die Fläche in der Ebene ist, desto durchsichtiger wird diese.
Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und eine darunterliegende Ebene erzeuge und dann jetzt zum Beispiel irgendeine Hautfarbe mir picke, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel dieses Werkzeug hier nehmen, um dann entsprechend, ich zoome jetzt mal ein bisschen näher ran, das Ganze mit einer Hautfarbe jetzt auszumalen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich jetzt bestimmte Bereiche jetzt einfach Hautfarben füllen. Das ist ein bisschen mehr, ein bisschen so dunkel geworden, aber ich arbeite jetzt eigentlich hier auf der Ebene und kann jetzt hier trotzdem entsprechend die Hautfarbe einzeichnen. Jetzt können wir noch die Haare nehmen und im Prinzip einfach mal auch Haare einzeichnen. Und das ist im Prinzip das Tolle jetzt auch an dem digitalen Zeichnen, dass ich jetzt hier hingehen kann und wenn ich jetzt diese Ebene hier gezeichnet habe mit der Technik, die ich euch gezeigt habe, also dass ich jetzt hier dieses Tool verwende und dann entsprechend die Deckkraft ein bisschen weiter runtersetze und zum Beispiel jetzt hier die Schattierungen noch weiter detaillierter vornehme, dass ich sage, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen das Ganze dunkler und hier soll er dunkler sein. Ja, das heißt, dass ich, wenn ich die Schatten jetzt noch konkreter irgendwo noch dunkler setze, ja, in bestimmten Bereichen und dann aber die Farbebene nochmal einblende, dass hier das Ganze für die Farbebene übernommen wird. Das heißt, also ich kann jetzt auch hier genauso weiter auf der Ebene ein bisschen genauer detaillieren und entsprechend auch die Schattierung setzen, ohne dass ich da richtig auf der Farbebene arbeiten muss. Also ich skizziere hier einfach der Art und kann dann hier entsprechend dunklen oder helleren Bereiche setzen. Okay. Und wenn ich das Ganze dann nochmal in Schwarz-Weiß haben will, gehe ich nochmal raus und habe das Ganze als Skizze in Schwarz-Weiß. Okay, das ist die grundsätzliche Skizziertechnik oder verschiedene Skizziertechniken, die ich euch gezeigt habe, also dass man eventuell entweder nur mit dem Tool hier arbeitet und den Strich dann immer dünner zieht oder zum Beispiel dann langfristig dann auch so ein Tool hier mit hinzunimmt und ganz klare Striche noch mit hinzuzunehmen. Die kann man auch ganz gut eigentlich auf eine separate Ebene mit drüber nehmen. Oder wenn man ganz genau mit dem Tool hier detaillieren will und ganz klare Striche ziehen will, dann macht man sich am besten sowieso neben der Skizzierebene noch eine zweite Ebene. Daneben kann man auch diese Ebene hier dazu verwenden, um eben Schattierungen zu setzen, diese zu multiplizieren und dann darunter das Ganze auch einfach auszumalen mit einer einzigen Farbe. Okay, das war es auch schon zum digitalen Skizzieren. Wenn ihr noch weitere Ideen für Videos habt, dann postet mir diese einfach in die Kommentare und ich werde dann einfach mal in Zukunft darauf eingehen, falls da eine gute Sache dabei ist, die man entsprechend nochmal zeigen könnte. Okay, ich wünsche euch an sich viel Spaß mit dem Video. Probiert das einfach mit den Skizziertechniken mal aus. Und ja, die Hauptsache ist, habt viel Spaß beim Zeichnen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.